Hallo und herzlich willkommen im aktuellen Vlog. Heute bin ich mal wieder, wie ihr seht, im Videostudio. Ich muss da mal kurz eine Sicherung reinmachen. Um nämlich das Licht anzumachen, denn ich mache heute ein wenig B-Roll-Aufnahmen. Was bedeutet B-Roll? B-Roll sind immer so kleine Aufnahmen, so kleine Übergänge. Kleine Schnitte, wo man ein bisschen was sieht. Ihr kennt's, ist ein Interview, keine Ahnung, irgendjemand an einem Hafen erzählt was, dann wird kurz ein Schiff eingeblendet. Und diese kleinen Einblendungen, das ist B-Roll, um einfach solche Interviews und Sachen attraktiver zu gestalten. Jetzt haben wir hier ein geiles Setup. Ihr seht's, schöner Aufbau, ein bisschen dunkel jetzt gerade noch, denn wir machen jetzt auch noch das Licht passend dazu an, wo auch immer jetzt der Kippschalter ist. Ja, ja. Licht Nummer 1. Und Licht Nummer 2. Genau, das leuchten wir jetzt noch ein wenig aus. Dann habe ich hier einen alten PC. Und dort auf dieser alten Hardware, ja, wird auch ein altes Trikot jetzt laufen. Das Ganze nehmen wir dann hier mit dem Slider auf, um B-Roll-Material für unsere Serie zu haben. Und ganz wichtig für klassische Aufnahmen, da darf natürlich auch eine Lavalampe nicht fehlen. Ja, und den nehme ich euch heute mal ein bisschen mit. Das ist jetzt auch mittlerweile Setup Nummer 2. Also sprich, das ist schon das aktuellere Setup. Und hier drüben, das sieht man, das ältere Setup sogar noch mit Original Fix und Foxy Comics aus meiner Kindheit. Lustiges Taschenbuch. Also alles, was ich zu meiner Kindheit eben mir angeguckt habe. Auch die Lavalampe, auch die ist sogar noch so ein Kindheitsobjekt. Habe ich von meinem Junior jetzt aus dem Kinderzimmer wieder geklaut, dass wir die Aufnahmen machen können. Wird eine coole Sache. Jetzt bin ich bei Trikoma 2 angekommen. Also im Endeffekt andere Aufbau, andere Location. Hier von Laptop und man sieht es hier. Wir spielen in dem Augenblick sogar ein Video ab. Denn ich muss sagen, es wäre jetzt ein massiver Aufwand gewesen, Trikoma 2 irgendwo wieder zum Laufen zu kriegen. PHP 5 Version, also das geht nicht so einfach. Aber darum soll es nicht gehen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Also im Endeffekt, Video wird abgespielt. Dann haben wir unseren Edelcrow. Und der Slider läuft. Man sieht es auch hier mit der Kamera. Die Kamera durch das Element hier dreht sich dann eben entsprechend auch, sodass sich dann eben auch die Perspektive ändert. Aufpassen muss man nur mit der großen Kamera hier und dem Slider, dadurch, dass ich jetzt kein Gewicht, also ich habe jetzt nur einen Schraubenzieher gefunden. Und dadurch, dass ich jetzt kein richtig geiles Gewicht unten dran habe, muss ich aufpassen, dass das leider nicht umkippt, denn das wäre ein teurer Spaß. Ja, aber so nehme ich jetzt alle verschiedenen Trikoma-Versionen auf mit den verschiedenen Aufbauten. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf die Serie, die kommt, genau zu diesem Thema. Und wieder ein neues Setup. Das ist jetzt unser schönes Trikoma 3. Schön mit der Lavalampe. Auch da gibt es wieder geile Shots, denn auch das war sehr, sehr lange im Einsatz. Also im Endeffekt kann man sogar sagen, die Trikoma 3 war so das System, wo es dann auch schon richtig mit E-Commerce und so weiter losging. Und von daher auch das einen Platz in unserer Serie dann verdient. Jetzt gerade noch unterwegs gewesen und im Büro ein wenig Equipment geholt, denn die Location lebt natürlich auch davon, dass irgendwie Deko mit dabei ist. Da haben wir ja tolle Sachen. Die werden aber für Trikoma 3 einfach zu modern. Das heißt, schnell im Büro geguckt, was es da so alles gibt und stellt euch mal ab. Was haben wir gefunden? Einmal ein schöner DeLorean. Da kann man einen Platz dekorieren. Dann eine Original Trikoma CD oder DVD. CD natürlich mit einem Lizenzcode. Vielleicht wahrscheinlich sogar irgendeiner, den irgendeiner nutzt. Man weiß es nicht. Und so hat er ausgeschaut. Inklusive damals sogar, weiß ich, ob man es erkennen kann. Wahrscheinlich schwierig, sogar mit Prägestempel. Mit dem Prägestempel? Wow, Prägestempel. Damals eben hier gemacht. Ja, das ist eben so ein Trikoma, wie wir es auch ganz, ganz früher ausgeliefert haben. Was ist auf der CD drauf? Wenn man jetzt noch ein CD-Laufwerk hätte, vielleicht im alten Laptop, so den ich vorhin hatte. Der ist auch nur so eine kleine, ich glaube, die Hilfe oder so ist drauf. Ein Link, Autostart, irgend sowas. Man kennt es noch von früher, legt die CD rein und startet irgendwie der Browser mit irgendeiner Webseite. Sowas in der Art ist da drauf. Naja, also nichts Besonderes. Gut, ich würde sagen, ich mache meine Deko-Geschichte weiter und dann geht's weiter mit dem Dreh. Ja, was habe ich noch vergessen? Ich habe noch eine Lampe, habe ich noch geholt und den Saul Goodman aus Breaking Bad natürlich. Eine der Serien, die ich damals extrem gerne geschaut habe. Das heißt, in der Folge für die Version 4 gehe ich davon aus, da passt das. Da gibt es den hier bei mir an den Arbeitsplatz. Und natürlich gibt es auch immer wieder tolle kleine Herausforderungen, denn ganz klar, ich meine, Trikoma hat sich weiterentwickelt und nutzt ja mittlerweile aktuelle PHP-Versionen. Und
Hier sieht man es ganz gut. Da kommen dann halt die Warnings, weil halt natürlich das alte Trichoma 4 so nicht mehr lauffähig ist. Aber das ist halt, wenn man mal alte Versionen rauskramt, die auf aktuelle Server installiert, ja, dann klappt das natürlich nicht ganz so. Also das heißt, man sieht, man muss immer hier was anpassen, bis man es lauffähig hat. Also am Ende ist wahrscheinlich das Bereitstellen von den Trichomas, diesen alten, mehr Aufwand als das eigentliche Filmen. Und ich glaube auch das Setup aufzustellen, weil wenn das Setup mal steht, dann dauert es, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten und man hat seine tollen Aufnahmen gemacht. Aber bis dahin ist es doch immer ein langer Weg. So, der Videodreh ist jetzt erstmal beendet und jetzt habe ich noch das Ganze soweit geschnitten. Das heißt, das ist dann so eine Version. Haben wir mal als Test, dass man sieht, was eben diese B-Rolls dann ausmachen. Genau, das wird dann eben auch der zweite Trailer. Aber jetzt habe ich das noch schnell fertig gemacht. Jetzt muss ich los, gibt ein Emergency-Ticket. Das heißt, das war es jetzt erstmal für heute aus dem Vlog und ich mache mich ins Büro.